Also es ist Winter, Schnee und Eis auf Straßen und Wegen. Was empfehlen Sie als Fachmann dem Fahrradfahrer, damit er sicher durch diese Jahreszeit kommt? Also als erstes eine funktionierende gute Beleuchtung. Weil wir sehen werden, ist die beste Lebensversicherung. Warm anziehen natürlich, ist klar. Weil mit eingefrorenen Fingern Bremsen funktioniert auch nicht so gut. Und was bei Glatteis eine gute Idee ist, ein guter Winterreifen. Da gibt es ja diese Spikes-Reifen, die verhindern, dass man halt auf Glatteis zu Fall kommt. Man kann mit diesem Reifen praktisch auf Glatteis fast wie auf normaler Straße fahren. Ja. Natürlich nicht ganz so, aber man hat ausreichend Halt auf dem Boden und kommt damit ziemlich sicher vorwärts. Das heißt, Sie würden diesen Reifen auch zum Normalstraßen, Trockenstraßenfahren empfehlen. Man muss den nicht gleich runternehmen. Dann. Man muss ihn nicht runternehmen, also empfehlen würde ich dafür jetzt nicht. Der rollt schon etwas schwerer, also allein durch diese durch die Spikes halt. Und die, die können auch verloren gehen. Ja. Die gibt es Gottlob auch als Ersatzteil. Aber also jetzt im Sommer würde ich ihn nicht fahren. Das ist einfach Unsinn. Gut. Aber für den Winter die erste Wahl? Für den Winter wäre es eigentlich die erste Wahl. Beste also, Sicherheit. Ja. Also solange Schnee und Eis nicht vorhanden sind, kann man davon absehen. Aber jetzt zur Zeit ist es schon stellenweise dermaßen spiegelglatt, dass man sich davor unliebsamen Überraschungen ganz gut schützt. Gut, vielen Dank. Also die Erfahrung musste ich selber mal machen. Ja, unbedacht um der Ecke gefahren, war spiegelglatt, ich habe da gelegen. Ich habe 3 Tage gehumpelt, alles war blau. Damit wäre das nicht passiert. Wäre mit dem nicht passiert. Ja, so, also jetzt nimmt er auf. Du zeigst es so ein bisschen, genau, die Spikes. Man sieht schön das Profil, das Eisen, bla bla bla. Da müssen wir schon wieder zurück, ne? Mhm. Dass die Schuhe um sein lassen. Ja. Wahrscheinlich besser. Ja.